Wofür wird das Material gerichtet, damit es eine gerade Fläche gibt und hinterher der Ring auch winklig ist und nicht schief wird. Deswegen ist es wichtig, dass man zunächst mal eine gerade Bezugskante hat. So, hier wird jetzt für den ersten Trauring das Material winklig abgeschnitten. Etwas widerspenstig. Das war's. So, jetzt haben wir hier ein genau rechtwinkliges Stück Material und können mit Arbeiten beginnen. Okay. So, das Material ist jetzt in Schwefelsäure abgesäuert worden. Sieht noch nicht sonderlich golden aus. Jetzt werden wir das Ganze auf einer weichen Messingbürste bearbeiten. Noch. So, jetzt sieht das erste Mal das goldene Blech golden aus. Ja. So, jetzt ist die Oberfläche glatt geschnörkelt, dass wir eine einheitliche Oberfläche haben. Die spätere Innenseite. Der Ringer, beziehungsweise des ersten Rings. Schaut schon gut aus, ne? Zum ersten Mal eine Politur auf das Blech aufgebracht, die spätere Innenseite, weil man da später schlecht rankommt. So wenigstens eine einigermaßen ebene Oberfläche haben. Sehen wir zum ersten Mal ein bisschen Glanz auf der Oberfläche. So, da haben wir zum ersten Mal ein foliertes Stück Metall. Das wird der spätere Buchstabe C werden. Wir sehen jetzt hier die Innenseite, die schon mal grob vorpoliert ist. Ist noch nicht fertig, keine Frage. Aber hiermit kann man auf jeden Fall weiterarbeiten. Die Rückseite ist noch unbearbeitet, Walz blank. Die wird später bearbeitet. So. Dem auf dem Schraubstock der erste Radius angebogen wurde. Jetzt die Mitte markiert. Dafür verwenden wir so eine Ring.
Sägezange. Zwischendurch muss immer wieder kontrolliert werden, dass der Ring noch rechtwinklig ist. So, unter zur Hilfenahme zweier Schraubstöcke wird jetzt das Ganze über einen Dom gebogen, damit der Buchstabe C rechts und links die gleiche Wölbung hat. Und Stück für Stück der Ring entsteht. Zwischendurch wird immer wieder geprüft, ob das Material der Belastung standhält. Und ob der Ring auch winklig ist und keine Geometriefehler aufweist. So, jetzt wurde festgestellt, dass der Winkel nach dem Biegen nicht ganz stimmt. Kippelt leicht. Das wird jetzt aber noch korrigiert. So, hierzu hat der Ring in den Schraubstock angespannt. Und das Blech auf der einen Seite Treibpunzen in die richtige Richtung verformt. Das sollte passen. Für den Finger hinkommt, wird jetzt zunächst mit einem roten Fräser ein Loch vorgesehen, damit man diesen Durchbruch später aussägen kann. Ja. Auf der Rückseite machen wir das in gleicher Art und Weise.
sägen, verwenden wir ein Sägeblatt der Stärke 3,0. Das hat ein Maß von 0,24 mal 0,48 mm. Das spannen wir hier zunächst mal ein. Das ist in der richtigen Richtung. So, dann lass loslegen. Jetzt sägen. Worden. Ist jetzt fast der gesamte Bereich ausgesägt. So, dass jetzt hier an der Innenseite die ersten Teile ausfallen. So, man erkennt bereits, was es werden soll. Schritt werden die Innenseiten glatt gefräst, um die richtige Grundgröße zu erhalten. Zwischendurch ist es immer wieder nötig, den Arbeitsplatz zu säubern, um die Goldspäne aufzufangen, die später wieder aufgearbeitet werden können. Die genaue Form wird mit der Feile ausgearbeitet. Wenn man hiermit präziser arbeiten kann. So, etwa
Stunde später ist der Ring jetzt rund. Hat fast die Größe, er ist eine Viertelnummer kleiner. Durch die Endbearbeitung hat auch ein bisschen Material verloren geht. Innen haben wir jetzt schon eine sehr schön saubere Fläche, die auch parallel ist. Die Abstände stimmen. Jetzt muss die Breite zugerichtet werden. Und zusätzlich innen wird schon mal bombiert. Das hat einen positiven Einfluss auf die späteren Trageeigenschaften. Sehr schön. Keine Gerade mehr drin, keine Fallstriche mehr. Ja. Okay. So, nun geht es darum, die endgültige Höhe des Ringes festzulegen. Und dafür zu sorgen, dass der Ring hinterher auch parallel ist. Schön, der Überschuss wird nun entfernt. Maße außen schon mal festgelegt. Nun muss das Ganze noch geglättet werden.
Gut.